Hat halt eben so geil gepasst mit dem Helikopter Paint. Aber eigentlich war das nur ein Screenlab von mir. Mitten in der Aufnahme, auch geil. Ey, 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 nein, nein, nein. Wer hätte gedacht, dass wir Fachnetwork sein müssen? Ich kenn's aber auch nur so, dass Fafnir ein Drache ist. Nix. Du hast es nicht anders gewollt. Das war heftig. Oh, wir haben da draußen schon heftiger gesehen. Fafnir, beruhig dich halt und greif mich nicht an. Guck da. Ich kümmere mich ja darum, dass du befreit bist. Der andere... Nein. 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 Oh, scheiße. Hat das? Willst du wieder hinten? Es hat so geil gepasst, hier kam der Pain. Ah, das gibt mir mal lieber Zustände. Oh, oh nein. Oh nein. Oh nein. Das. Sag mal. Ich muss mal gleich gucken, was da los ist. Jetzt kommt schon wieder das. Oder ich lasse es drin. Das ist so geil für dieses Let's Play, ey. Vermutlich, ich weiß, woran das liegt. Wisst ihr, was ich glaube? Ich habe ein Infovideo hochgeladen heute. Mit Streaming. Und ich vermute mal, die Typen, die das gesehen haben, folgen mir jetzt einfach alle auf Twitch. Das ist halt mein Twitch-Alert. Willst du was? Dann kriegst du was. Warte mal, war das nicht irgendwie so von irgendeiner bescheuerten Werbung? Sagen, war das nicht von irgendeiner Werbung mal ein Slogan oder so? Ja. Genau immer zu den besten Stellen kommt, hier kommt der Pain. Du hast die Frage des Jungen nicht beantwortet. Wie wurde dieser Zwerg zum Drachen? Sicher bin ich nicht, aber er hat seine Langfinger nie von magischen Artefakten lassen können. Vielleicht hat er der falschen Warngöttin ein Schmuckstück geraubt. Irgendwie muss ich da auch noch reinkommen. Nein. Eins fehlt noch. Sieht aus, als ob wir da rein müssen. Hi, was geht? Jetzt lassen wir ihn frei. Ob er dich noch kennt? Wer weiß, vieles ist anders seit unserer letzten Begegnung. Ich habe noch Beine. Ah. Junge, hierher. Warte, das muss ich mal lesen. Das ist halt echt zu geil, dass das hier genau bei den heftigen Kämpfen immer im Hintergrund kam. Hier kam's der Pain! Achtung, hier kommt wirklich nochmal Pain. Oh nee, alles voll. So, komm, mach mal deine Laserlightshow weg. Are you kidding me? Ja.
Hier kommt gerade wirklich der Pain. Ich habe keine Lust, zu dieser Tüte zurückzugehen. Ah, dann muss ich halt. Ah, shit. So, das hat mich ein Drache gekriegt. So, komm. Da ist wieder Gegnerin. Hey, Vater, kannst du mal treffen? Oh nee. Oh nee. Schön, du kleiner Mistkerl. Ich kenne aber Fassende der Nordwind auch noch als Drache, ne? Muss ich mal sagen, an der Stelle. Tja, als Drache ist er doch genauso unausstehlich. Ah! Loot! Hey, noch ein Drache müssen wir befreien. Also hier zumindest. Mal schauen, ob es in den anderen Welten auch Drachen gibt dann. Wo geht's jetzt raus? Bin ich von da gekommen? Ich bin gerade etwas verwirrt. Mich haben die Streamlabs voll durcheinander gebracht mit dem Here Comes the Pain. Naja, doch hier. Hier bin ich richtig. Eine Sache will ich jetzt noch überprüfen. Bevor wir die andere Seite da erkunden. Ob da oben vor dem Tor auch noch was ist. Zurückkommen muss ich sowieso, weil diese Truhen kann ich jetzt noch nicht öffnen. Oder gucken uns erstmal, wir gucken uns erstmal das an. So viel zu erforschen. Was ist das? Nicht bereit! Ich hab zu spät das in Augenblick gemerkt, dass da noch was kam. Ja, die verkraften ja gar nichts mehr hier. Lässt du den irgendwo los? Hier, Junge. Ja, Vater. Wieso sieht noch dieses Vieh aus, als ob es jeden Moment aufwachen wird, wenn mich angreift? Schalten wir mal das Tor frei. Ich höre ein Zwerg. Ich höre ein Zwerg. Hey,
Sindri. Kennst du schon Mimir? Wenn du den abgetrennten Kopf meinst, der mir zuzwinkert, bitte halt ihn weg. Das kann unmöglich hygienisch sein. Oh, sehr nett. Auch schön, dich zu sehen, Sindri. Arschloch. Oh. Ist das einer meiner geflochtenen Mistelpfeile an deinem Köcher? Ein Andenken an deinen Freund Sindri? Ich bin ja so furchtbar gerührt. Dann lasst uns anfangen. Die sind ja auch nur da. Warte mal. Baldur, Mister. Jetzt weiß ich, warum Freya. Mr. Cory Balrog. Gut, gut. Gut gemacht. Gut versteckt. Nein, ich hab nichts. Mistel. Zeige, Mistelfeile. Jetzt wird mir klar, warum Freya das zerstört hat. Hohoho, du Schlingel. Entwickler ist ein Schlingel. Aber sowas von. Warum soll ich hier rauf? So ein Schlingel. Wer die Nordische Mythologie kennt, weiß, warum ich das sage. Ich will mal noch nichts sagen. Nichts wegnehmen. Und abwarten, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege. Dieser Schlingel. Ah, da könnte ich ja mal runter. Ne, warte mal, da ist was. Oder? Ach nee, das war nur Sindri. Warum ist Brock blau und du nicht? Junge. Ach, schon gut. Sogar eine sehr gute Frage. Weißt du, mein Bruder ist nicht so sorgsam wie ich. Halt dich fest. Er benutzt bei der Arbeit mit dem Metall seine bloßen Hände. Keine Handschuhe. Er sagt, nur so könne er hören, was das Metall werden will. Wenn du zu viel Rohsilber anfasst, wird deine Haut irreparabel verändert. Das ergibt wohl Sinn. Ich geh nochmal hoch. Da war nämlich noch was. Ich bin jetzt zu früh hier runtergerutscht. Dieser Schlinge. Mr. Cory Balrog. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn das stimmt, was ich vermute, und ich richtig liege. Im Geheimbereich entdeckt. Ich wünschte, Mutter wäre hier. Was rat der Walküre? Oh, ich noch den Walküren finden. Das wird ja lustig. Da nicht hin. Hier vielleicht, ne? Ja. Alles erforscht. Ich muss alles angucken. Da fahren wir jetzt gleich lang, ja? Ich werde das Gefühl nicht los, dass es gleich einen Kampf gibt. Wo sind wir hier? Kann das sein? Die 8 Throne? Lass die Spielchen. Weißt du, wo wir sind oder nicht? Ich bin Mimir, der klügste lebende Mensch. Ich weiß viele Dinge. Na, was immer das hier ist, es sieht wichtig aus. Für wen? Hier ist kaum etwas von Wert.
Die Musik ist so bedrückend. Also da hilft mir jetzt gerade auch mein Wissen nicht, aber es hieß auch Rat der Walküre. Aber es kommt nichts. Schade, der ganze Weg umsonst. Oder? Momentan sieht es zumindest so aus. Kann ich da rübergehen einfach? Nee, ne? Ich muss schon mit dem Boot fahren. Wir gehen jetzt noch mal was schauen und machen dann endlich mit der Story mal weiter. Ich bin schon viel rumgedrückt hier. Aber das musste sein. Ich will ja nicht unvorbereitet mit einem anderen Level in die Gefechte gehen. Und ohne Sinne. Was? So, ich wollte jetzt nur noch gucken. Ob ich auf dem Plateau was vergessen habe. Aber wartet mal, vorher nehme ich noch mit. Ne, da hatte sich nichts geändert. Genau, da war ich ja. Ich sehe etwas im Wasser. Ist gut. Ob ich hier was vergessen habe, will ich noch überprüfen. Gerade nicht so gesagt, den Anschein hat. Aber wenn ich jetzt da runter fahre, habe ich kein Boot. Das ist mir schon klar. Aber wisst ihr was, ich muss mal kurz Fenster zu machen. Jetzt zieht es aber gerade. Während wir hier runterfahren, nutze ich das mal kurz, um aufzustehen. Und Fenster zu. Das war ein schneller Durchgang.